Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 9. März 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten im Süden des Landes an der Frontlinie um Hrobotyne und Werbowe. Bleibt die Situation heute im Grunde unverändert? Die russische Seite verlegte ihre Angriffe heute ein wenig auf den Abschnitt Werbowe und versucht sich dort wieder vollständig an der Hauptverteidigungslinie festzusetzen. Ein russischer Soldat vor Ort spricht vom Wiederherstellen aller Positionen dieser Verteidigungslinie. Eine beidseitige bzw. visuelle Bestätigung dafür gibt es erstmal nicht. Deshalb bleibt der Frontverlauf hier erstmal unverändert, wobei eine Korrektur in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen ist. Währenddessen fixiert die russische Aufklärung den Bau einer ukrainischen Verteidigungslinie hinter der Frontlinie. Genauso wie im Osten und Norden des Landes wird auch im Süden eine gestaffelte Verteidigungslinie errichtet. Diese befindet sich etwa 10 bis 20 Kilometer von der aktuellen Frontlinie und soll im Falle eines russischen Durchbruchs den entscheidenden Widerstand leisten. Wie bereits vor kurzem angesprochen, orientiert sich die Ukraine dabei an der russischen Verteidigungslinie, der sogenannten Surowikin-Linie. Das behaupten zumindest mehrere Quellen. Demnach soll die ukrainische Verteidigungslinie nicht nur über Panzergräben, sondern auch über stark ausgebaute Schützengräben verfügen. Auch die pyramidenförmigen Panzersperren aus Beton werden teilweise platziert. Das Errichten einer solchen Verteidigungslinie wird die ukrainische Defensive enorm erleichtern beziehungsweise verbessern. Das beidseitige Verfügen über eine gestaffelte Verteidigungslinie dieser Art wird die Frontlinie insgesamt noch statischer machen und beiden Seiten die Chance auf umfangreiche Geländegewinne schmälern. Das zur aktuellen Situation im Süden des Landes. Wir springen weiter in Richtung Donbass. Am Frontabschnitt Marienka bleibt die Situation im Grunde unverändert. Diesen Abschnitt können wir heute überspringen. Und zwar geht es damit weiter mit der Situation westlich der Stadt Awdijiwka. Hier wurde in der Siedlung Tonenke eine Korrektur am Frontverlauf vorgenommen. Gestern gab es bereits den ersten Beweis russischer Präsenz an diesen Lagerhallen im relativen Zentrum der Siedlung. Es war unklar, ob russische Truppen sich dort festgesetzt haben. Wir haben jedoch lediglich im östlichen Teil des Dorfes eine Korrektur vorgenommen gehabt, die wir zum heutigen Tag wieder annullieren können. Russische Truppen konnten sich vorerst nicht vollständig im östlichen Teil von Tonenke festigen und wurden erstmal wieder zurückgeworfen. Die rote Zone in diesem Bereich wurde also wieder verkleinert, damit wurde auch die graue Zone vergrößert. An der nördlichen Flanke jedoch konnte die russische Seite entlang dieses Waldstrichs vorstoßen und damit im Zentrum der Siedlung Fuß fassen. Im Vergleich zum Vortag fällt damit dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Wir können also zum heutigen Abend festhalten, dass russische Truppen erstmals dieses Dacha-Gebiet im Nordwesten von Tonenke erreichen konnten. Dort kommt es zum heutigen Tag zu intensiven Stellungskämpfen. Außerdem versucht die russische Seite, wie schon in den letzten Tagen, in diesem Bereich von Tonenke Fuß zu fassen. Auch wenn einige Quellen bereits von einem russischen Festsetzen dort sprechen, ich kann noch nicht zu 100% bestätigen und bin daher vorsichtiger. Gegeben dessen, dass die russische Seite nun diese Lagerhallen kontrolliert, können wir davon ausgehen, dass die russische Seite auch diesen Bereich in naher Zukunft einnehmen wird. Somit sind in den nächsten Tagen hier weitere Korrekturen realistisch. In der Siedlung Orljewka leistet die ukrainische 3. Sturmbrigade weiter enormen Widerstand und hindert russische Gruppen an einem weiteren Vordringen. Trotz russischer Angriffe am Boden, die von Artillerie unterstützt werden, gelingt es ihnen nicht, das letzte Viertel der Siedlung einzunehmen. Es kommt hier also weiter zu Kämpfen und gegenseitigen Angriffen mit FPV-Drohnen und Artillerie. Die Frontlinie hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. In der Siedlung Berditsche bleibt ebenfalls alles beim Alten. Die russische Seite versucht, sich an der Grenze festzusetzen. Die Situation bleibt hier ebenfalls unverändert. Damit geht's weiter an den Frontabschnitt Bachmut und dort werden ebenfalls Stellungskämpfe in der Siedlung Iwanivske registriert. Laut einem ukrainischen Soldaten der 5. Sturmbrigade ist etwa 80% des Dorfes unter russischer Kontrolle. Allerdings bleibt die Situation dabei dynamisch, weil seine Kameraden mit Gegenangriffen versuchen, die Russen wieder zurückzudrängen. Also auch heute kommt es hier zu kämpfen, ohne dass eine vernünftige Korrektur der Frontlinie möglich ist. Der rote Bereich könnte aber zum heutigen Abend größer sein, als hier auf der Karte eingezeichnet ist.
Weiter geht's mit dem Frontabschnitt Le Mans-Kriminat. Hier bleibt die russische Seite offensiv gerichtet und unternimmt hin und wieder einige Angriffe mit beschränkten Kräften. Wir können ganz klar festhalten, dass der russische Offensivdruck hier in den letzten Wochen nachgelassen hat. Während Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres größere Kräfte an den Angriffen beteiligt waren, so werden in den letzten Wochen nur kleine Gruppen in den Kampf geschickt. So war es zum Beispiel auch heute. Eine Gruppe russischer motorisierter Schützen unternahm einen Angriff entlang dieses Waldgürtels in Richtung der Siedlung Terny. Die ukrainische Streitkraft konnte diesen Angriff mit Hilfe von FPV-Drohnen stoppen. Die russische Seite erlitt Verluste. Allerdings bleibt unklar, ob die russischen Kräfte sich dort festsetzen konnten. Dementsprechend wurde in diesem Bereich die graue Zone ein Stück vergrößert. Der aktuelle Frontverlauf wird geprüft. Und so geht das schon die letzten Wochen. Einzelne russische Gruppen nähern sich mit einem gepanzerten Fahrzeug der Frontlinie und geraten unter ukrainischen Beschuss mit Artillerie oder werden von Drohnen angegriffen. Eine wesentliche Bewegung in Richtung Westen gelingt der russischen Seite hier also nicht. In diesem Kalenderjahr wurde bisher dieses Stück Gelände vom russischen Militär erobert. Ein schnelles Erreichen der Siedlungen Terny und Jampolivka und damit des Scherebez-Flusses ist aus russischer Sicht eines der Ziele in diesem Kalenderjahr, allerdings hat dieses Ziel anscheinend nicht die höchste Priorität. Am Frontabschnitt Kupjansk werden im Raum Sinkivka weitere Stellungskämpfe registriert. Die ukrainische Artillerie beschoss russische Kräfte an diesem Waldabschnitt. Russische Kräfte versuchten dort Fuß zu fassen und von dort aus dann in den nördlichen Teil von Sinkivka einzudringen. Nach diesem Angriff erlitt die russische Seite Verluste. Ein russisches Festsetzen dort wird weiter überprüft. Und das zur aktuellen Situation an der Frontlinie, aber auch hinter der Frontlinie kommt es zu gegenseitigen Angriffen. Die ukrainische Luftwaffe startete in der letzten Nacht einen umfangreichen Drohnenangriff auf das russische Territorium. Der Angriff war einer der umfangreichsten Angriffe seit Kriegsbeginn, so behauptet die russische Seite. Insgesamt wurden laut dem russischen Verteidigungsministerium ganze 47 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen abgefangen, darunter eine Drohne in der Region Belgorod, zwei Drohnen in der Region Kursk, drei Drohnen in der Region Wolgograd und ganze 41 Drohnen in der Region Rostov am Don. Trotz der russischen Behauptung, dass alle Drohnen abgeschossen wurden, kam es zu einigen Explosionen, was Einwohner auf Video festhielten. Es wird über einen erfolgreichen ukrainischen Angriff auf einen großen Hangar des Flugzeugherstellers Beriev in der Stadt Taganrog spekuliert. In der Nähe befindet sich laut aktuellen Satellitenaufnahmen mindestens ein Luftraumaufklärungsflugzeug des Typs Beriev A-50. Gut möglich, dass dieses Flugzeug eines der ukrainischen Ziele war. Es gibt jedoch keine Information, die ein Treffen der Maschine bestätigt. Anderweitige Informationen über einen erfolgreichen ukrainischen Angriff gibt es weder von der russischen noch von der ukrainischen Seite. Die russische Luftwaffe setzte noch gestern spät abends im Umfang etwas weniger Drohnen ein. Der ukrainische Generalstab meldete insgesamt 15 Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136. Davon soll die Luftabwehr 12 Drohnen abgefangen haben, und zwar in der Region Dnipro, Donetsk und in der Region Poltava. Und auch hier gibt es keine Hinweise dafür, welche Objekte die russische Seite mit den anderen drei Drohnen treffen konnte. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich herzlich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.